Yo, hey Leute, da sind wir wieder bei Chaos auf Deponia. Und ja, wir sind ja immer noch dabei, die ganzen Vögel zu brüten und... ja, Entschuldigung. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, wie man es hört. Hier, wir haben ja... Wo ist es? Da. Wir haben die Fibel über die Schnabeltiere. Das Erdschnabeltier haben wir, da müssen wir noch ins Nest bringen. Das Feuerschnabeltier haben wir auch, müssen wir noch ins Nest bringen. Und hier haben wir noch die Eier von, die müssen wir noch brüten. Ja, und uns bleibt nichts anderes übrig, als erstmal noch irgendwo versuchen, Hinweise zu finden. Und ich muss jetzt auch erstmal wieder reinkommen. Hier, genau hier war unser Vater, der Liebenswerte. Hier ist das Goldfischglas gewesen. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. So. Ach, jetzt schreibt er ein Memo. Beim letzten Mal hatten wir doch... Ach, müssen wir die einfach alle angucken? Hatten wir die nicht Kannst angeguckt? Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Ja. Jetzt hör doch mal auf zu kritzeln. Sag mal, merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichtenschreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche den Faden. Ja, okay, dann haben wir, falsche Taste, tut mir leid, dann haben wir jetzt hier Fadenmemo und Brotmemo noch und ansonsten nix, oder? Blumen? Es ist trotzdem Unkraut. Nö, hier das Netz, können wir nicht angucken, Fenster angucken, hatten wir glaube ich schon. Exklusiver Ausblick? Die Erdkrümmung versperrt ja alles, was hinter dem Horizont liegt. Ja, okay, dann gehen wir mal kurz zum Dichter in den Keller und geben ihm die nächsten zwei Memos. Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo! Ich brauche Brot. Tja, was auch sonst. Da geht das Brot. Ach, der Arme. Okay, wir zocken den einfach mal weiter ab. Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr, außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Ja, wird gemacht. Dann nehmen wir uns jetzt das Brot. Die Hose können wir nicht, den Faden. Und wenn wir alles nehmen dürfen? Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich hab die Regel nicht gemacht. Alter, ich habe sie lediglich etwas verbogen. Es ist so dreist, ne? Ja, okay, aber was wir mit der Asche machen können, wissen wir ja schon so ungefähr. Dafür müssen wir erstmal wieder ins Haus. Dann zum Ausguck. Da wurde ja schon eine Andeutung gemacht, und zwar hier in das Rohr. Da müssen wir die Urne ja irgendwie... Ja, genau, dann kommt die Windhose runter. Hier haben wir noch einen Faden. Ja. Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Ach genau, da müssen wir bestimmt das Flugschnabeltier einschlüpfen. Das wird ja im Sturzflug wird das ja gebrütet. Was wird denn Sinn ergeben, hier irgendwie zu kombinieren oder so? Ja, ein Seil mit einem Haken. Ah. Und da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Okay, und was haben wir hier noch alles? Hier haben wir noch eine Öse, das Rohr... Ja, und die Windhose. Können wir jetzt irgendwie den Faden in die Öse machen? Der Haken
passt perfekt in diese Öse. Jetzt muss ich nur noch einen Grund finden, warum ich das tun will. Und los geht's. Hier? Gute Idee. Ach ja, ehrlich, gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen. Dann habe ich ein astreines Katapult. Ja, dann jetzt da rein. Nichts passiert. Okay, ja, wir haben jetzt ein Katapult. Ja, dann können wir jetzt das Flugei da reintun, um das zu brüten, oder? Funktioniert ja wie am Schnürchen, wenn das passt. Befestigte, aber noch nicht ausreichend gespannte Windhose. Und jetzt da losmachen, oder was? Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Ich muss es nur noch irgendwie spannen. Ach ja? Mit Brot. Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Ich muss es nur noch irgendwie spannen. Aber das ging irgendwie anders. Ach, die müssen wir wieder hochkriegen. Aber wie kriegen wir die hoch? Hat das irgendwas hier mit der Steuerung von dem Ding zu tun? Das scheint ja irgendwie die Steuerung oder so zu sein. Flusensieb oder so. Ach, da sind Flusen drin. Raussaugen? Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Ja, naja, der nimmt die Flusen auch natürlich mit. Das ist typisch Rufus. Okay, jetzt ist es wieder oben. Stark gespannte Windhose mit Ei. Aha, und jetzt hier losmachen. Dann hau mal rein. Genau. Ich muss nur noch den Knoten lösen und dann... Was soll das denn? Krieg ich doch diesen dämlichen Knoten nicht mehr auf. Warum muss ich auch so ein begabter Knotenknüpfer sein? Alter, dein Ernst? Jetzt kriegt er den Könner den Durchsägen mit dem Rasiermesserfisch? Genau. Hehe. Mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Na dann. Ja. Das ist so gut, ey. Ja, jetzt fliegt. Boah, eine makellose Sausebahn. Ja, jetzt und? Jetzt fliegt es da. Und wie soll man da jetzt drankommen? Ich weiß nicht, wie die da jetzt drankommen sollen. Wo ist es denn? Wo fliegt es denn? Ich geh mal raus. Da fliegt es. So weit, so gut. Jetzt muss ich es nur noch einfangen und zurück zu seinem Nest bringen. Also da oben war jetzt nichts mehr, ne? Nochmal kurz gucken. Ich bin da gerade einfach gegangen. Nur noch die Hose und sonst nur nichts Neues. Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Ach so. Ja, okay. Nimmt er die gut, dass ich nochmal geguckt habe. Dann haben wir jetzt auch noch die Hose dabei. Ja, und jetzt, wie kommen wir da dran? Also aus dem Screen aus hier, wenn wir da stehen, sehen wir nicht. Man sieht den nur von hier aus. Sieht man den auch noch vom Marktplatz aus? Oh, jetzt latscht er wieder 3 Jahre. Nein, hier sieht man ihn eindeutig nicht mehr fliegen. Ist ja nicht so toll. Ich guck mal, ob man den von irgendwelchen Maps aus sieht. Vor allem werde ich mal gucken, welches Schnabeltier zu welchem Nest gehört. Und die da versuchen irgendwie reinzukriegen, weil zwei Stück haben wir ja schon im Inventar. Der dritte fliegt noch und das haben wir noch nicht ausgebrütet. Hier, ist das vom Feuerteil? Ah, nee, das ist das hier die Brutstätte der. Aber ein. Ja, das ist okay. Das hier kommt bestimmt in den Aschehaufen. Erdschnabeltier. Von welchem? Laut Fiebel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Wasserschnabeltier. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist.
Ja. Ach, das ist das, was wir noch nicht geschlüpft haben. Okay. Haben wir hier noch ein Nest? Ich weiß wieder nicht, wo die sind. Ich weiß natürlich nur, dass wir die alle gehabt haben. Nö, hier ist auch keins. Nö, hier war auch keins. Und hier ist eins. Da kommt dann wohl das Feuerviech rein in den Aschehaufen. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Feuerschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Okay, welches haben wir dann jetzt noch? Erdschnabeltier, genau. Wo ist denn da das Nest nochmal? Habe ich natürlich wieder vergessen, ne? Hier waren wir ja gerade. Ist hier noch ein Nest? Ach du Scheiße, ich habe es natürlich wieder vergessen. Wo sind denn die ganzen Nester? Im Marktplatz war keins mehr, hier in Klein-Venedig nicht. Im Tauchboot ja sowieso nicht, oder? War hier vielleicht irgendwo was? Da können wir nicht rein. Da geht's zur Brücke. Jetzt sind wir ja hier, aber hier ist ja gar nichts mehr, ne? Nö, da können wir nur noch zurück. Und spürt man schon, wie das Niveau sinkt? Wow, das war jetzt aber OP. Boah. Boah. Hey, kann man irgendwie Granaten werfen oder? Nein. Oh. Wie geht richtig die?